Let's Play Euro Truck Simulator 2, hier wieder im Multiplayer-System und wir fahren einen Konvoi von Hamburg nach Süden und ich habe mich hier schon mal so ganz schön aufgebaut, habe es versucht mit meinem fetten Bagger da hinten drauf und da fahren noch ein paar ganz nette Menschen mit. Da haben wir einmal Zu Cool Games, gib doch mal laut. Dem hat die Sprache verschlagen. Dann fährt auch noch mit Frimi. Hallo. Hi. Und dann ist Walli mit am Start. Hallöchen. Und der Andreas Duldhardt, der sich schon mal das mit mir angetan hat und mit mir ein Stück gefahren ist letzte Nacht und trotzdem mitfährt. Das finde ich wirklich mutig. Ich würde sagen, starten wir einfach mal. Ich mache mich jetzt mal in Bewegung und wir fahren einfach mal los, ja? Aber Zirkul Games war, glaube ich, AFK, oder was? Ich weiß nicht. Werden wir sehen, wenn er zurückbleibt. Von links nach rechts losfahren, bitte. Ich schleich mal so ganz langsam los und guck doch mal, ob ich euch irgendwann im Rückspiegel wiederfinde. Ja. Ich bin also ganz ehrlich gesagt recht froh, wenn wir aus diesem Stadtgebiet raus sind, weil ich habe eine Framerate, die ist wirklich unter aller Kanone. Das ist normal. Der Kühl des AFK, der bleibt stehen. Okay, dann warten wir noch mal ein bisschen. Kleine Komplikation noch gleich am Anfang. Hey, AFK, na super. Bleib da stehen, sonst kommen die Raser wieder rum da, Julia. Dann machen wir einen kleinen Rundflug nochmal über unser Team. Wieso ist der in AFK? Was hat er gemacht? Keine Ahnung, ich glaube, der hat doch nichts gesagt. Alles nicht so schlimm, kann ich wenigstens nochmal die Pizza teilen. Ah, da. Ich habe gedacht, ihr seid schon losgefahren. Ah ja, jetzt setzt er sich in Bewegung, ist er doch, oder? Ich guck mal. Ja, jetzt ist er da, der Zirkul. Hallo? Gut, dann fahren wir weiter, ja? Auf geht's. Auf geht's. Kannst gerade ausbleiben, wenn du möchtest. Na gut. Nö, ich fahre jetzt, wie mein Navi mir das vorschlägt. Das ist, glaube ich, ganz okay. Wir haben uns ja alle irgendwie eine Tour rausgesucht, die so im Groben Richtung Süden geht. Ich selbst fahre übrigens nach Debreken. Und wo haben wir denn, wo fahrt ihr denn hin so? Ich fahre nach Krakau. Krakau. Ich werde dir nach Debreken folgen. Oh, war ja, okay. Und ich werde nur mit nach Erfurt fahren. Und ich nach Innsbruck. Ja, ist also alles wunderbar Süden. Da werden wir wahrscheinlich mal so auf jeden Fall bis München zusammenfahren können. So im Groben. So im Groben? Ja, Ampel, du darfst gerne rot, grün werden. Nee, nicht rot. Grün werden. Na, komm, komm, komm. Ja. Sehr gut. Die hat Angst. Und da drängt gleich einer vor. Ja, die meinen, wenn sie von der Werkstatt runterkommen, haben sie Vorfahrt. Er biegt ab, sehr gut. Ich musste einmal kurz hupen, Entschuldigung. Ich habe rote Ampel. Konvoi darf zusammenbleiben, da gilt die erste Farbe. aber nur wenn du blaue Lampen dran hast und vorne und hinten so eine Flagge. Ja, genau. Ja, wenn wir uns durch die Ampeln verlieren, dann machen wir, sobald wir die Autobahn erreicht haben, mal einen Moment warten. Ja, wir können ja langsam fahren. Mit der Tempo hier 30, 40 würde lang. Ja, erstmal. Auf der Autobahn nicht, weil sonst machen wir Nachtschicht hier. Ja. Ah ja. Da sind wir da. Oh, da verstehe ich es wieder. Ciao. 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 User disconnected from your channel. Rot, rot, rot sind alle meine Kleider. So, Aha. Wir fahren wieder. Eine rote Ampel, ne? Ja, jetzt haben wir eine rote Ampel. Oh Gott. Ja, du hast recht damit. Darfst trotzdem aber Julia zu mir sagen.
Dein Lieblingsspruch. Ja. Wenn du bei Grün noch drüber kommst, dann kannst du einfach fahren. Aufschließen. Oh, wieder rote Ampel. Ist egal, fahrt dann einfach mit 80 oder so und dann. Also auf der Autobahn. Und dann finden wir euch schon. Ja, und ein bisschen Abstand halten, falls es lecken sollte hier, ne? Jo. Ja, Abstand ist hier recht angebracht. Oh je, ist das langsam. Vor allen Dingen ist es wichtig, mehr als nur diesen Mindestabstand zu halten, sondern schon am besten das, was am Tacho steht. Ja, hallo. Leck. Leck, leck, leck. Naja. Autobahn 70, Autobahn läuft schon. Landstraße 70 oder mit 60 also weiter? Landstraße muss ich sehen, also das passe ich an, je nachdem wie kurvenreich das Ganze ist, ne? Aber nicht schneller als 70, würde ich sagen. Nein, auf keinen Fall. Landstraße ist 70 so ziemlich das Höchste. Den nehme ich gerade, wir fahren nämlich gleich Landstraße. Kommt einer von links und überholt. Das wäre ganz blöd, weil wir links abbiegen möchten. Ja. Wow, das ist ein Idiot, Achtung. Ja, ich blockiere einfach mal die Straße. Ich blockiere einfach die Straße. Und dann ist Jimmy, der ist jetzt direkt hinter dir. Ja, ich weiß. Aber was bremst der? Der ist mir gerade reingefahren. Ja, selber schuld. Ich blockiere gerade, also ich mache mich gerade dick, ich blockiere gerade einfach die Straße und dann ist gut. Mit Bodyguards, Konvoi mit Bodyguards. Genau. Hinten sind die Wegrammler, ne? Die uns ärgern wollen. Wegrammler? Ich bin der Hinterste und ich fahre mit euch. Musst du aufpassen, ja, genau, dass du dich nicht versprichst. Dann sagst du noch, du bist das Letzte. Mein Gott, die fahren auch wie die letzten Idioten hier. Ja, die müssen sich noch reindrängeln, weißt du? Hast du die Zeit mit Julia? Nö. Ich weiß doch nicht, wann wir Abschluss machen sollen. Nee, also das schneide ich hinterher, ne? Ja, mache ich auch dann. Ja, das mache ich jetzt nicht, dass ich da alle 15 Minuten irgendwie so einen provozierten Stopp mache. Das wäre ein bisschen sehr nervig, weil du siehst ja, was das für ein Aufwand ist, erstmal richtig in Gang zu kommen mit dem Konvoi. Sind wir denn alle durchgekommen an der Ampel oder steht noch einer? Jo. Gut, dann also kann ich jetzt mal ein bisschen flotter fahren, ne? Wir sind gerade an der Kreuzung, ja, wir schließen einfach auf. Ja. Also fahr mal mit einer 70 vorne weg, wir schließen auf und dann ist gut. Ja, wenn ich eine 70 mir zutraue, kommt oft darauf an, wie die kurvenreich das ist. Ja, aber bis jetzt sieht es ja relativ gut aus. Ich fahre immer recht vorsichtig. Kommst ist du auch daher besser mit so. Deinem kleinen Mercedes, oder? Sehr cool. Leck. Irgendjemand fährt da doch neben mir. Ja, das sehe ich auch da. Der ist zwischen uns gefahren. Willkommen bei der Aufnahme, du Parasit. Ja, Parasit. Nummer 3040. Ach ja. Fährt aber halbwegs ordentlich vorbei. Ja, so alles okay. Ja, ich sehe jetzt auch jemand da. Kommt irgendwas an? Ein NYS. Ja. Sehr cool. Naja, halbwegs ordentlich, hat ganz schön Zahn drauf. Ja. Ein Türke, ne? TR ist, glaube ich, Türken, oder? Ja. Ja, genau. Ja. Der hat ja noch weit bis zur Türkei, ne? Der muss ja jetzt durchfahren bis Niederanatolien. Ja, genau. Und dann hat er wahrscheinlich noch frisches Obst hinten drin. Ich glaube, Zerkul ist geflogen, der redet im Teamspeak nicht mehr und hinter mir sehe ich ihn auch nicht. Ja, da können wir jetzt nichts machen. Passiert. Nee. Nun, zu unserer linken Seite sahen wir einen Pannen-LKW. Ja. Verlust ist überall. Kurz weg. Aber ich schließe gleich auf, hoffentlich. Okay. Aha. Weil wie und unser Kollege, der uns gerade überholt hat, Vorsicht, der dreht jetzt mitten auf der Straße und fährt zurück. Ja, was für ein Held. Ja. Er hat sich, glaube ich, verfahren, ne? Ja, dann ist doch ganz schön schwer, ein Navi zu haben und sich trotzdem zu verfahren. Aber ist wieder frei, wir können also gut weiter. Also es wäre sehr nett, wenn ihr ein bisschen langsamer fahren könnt. Okay. Können wir einrichten. Ja, ich mach dann mal den bei 60 mache ich mal den Tempomat rein. Seid ihr schon auf der Autobahn? Nee, ne? Landstraße fahren wir. Landstraße. Gut. Du bist mir doch noch um die Ampel nachgekommen, oder nicht? Ja, aber dann muss ich kurz weg.
Jetzt kommen hier die 600 Pferde mit dem Volvo nicht hoch, oder? Quält der Kleine sich. Ach ja, aber meine Framerate ist jetzt ganz okay. Die schwankelt jetzt so bei 19, 20, das ist in Ordnung. Ja, meine ist bei 24 laut Fraps. 50. Angeber. Streber. Naja, aber ich weiß nicht, ob du auch noch aufzeichnest und dann ja, ja. Ich dazu auch noch eine Auflösung von circa 6000 mal 1000 über drei Bildschirme gezerrt und den ganzen Krempel noch aufnimmt, dann geht's dann doch ein bisschen in die Knie. Aber solange es um die 20 ist, dann ist das noch erträglich. Muss jemand tanken? Nö, ich nicht. Sehr gut. Nö, ich hab voll. Ja, jetzt schon tanken wäre auch ein bisschen blöd, ne? Ja, weil kann der Tankstelle vorbeikommen. So, jetzt würde ich sagen, kann mal jemand was von sich erzählen. Nicht alle gleichzeitig, einer nach dem anderen. Von hinten anfangen oder von vorne? Mir egal. Ich bin ja ganz klar für von vorne anfangen. Ich würde sagen, machen wir das doch wie Frenkel. Der Letzte fährt an allen vorbei, setzt sich vorne ran und erzählt was. Vorsicht, hier steht wieder ein Parker rechts. Das müssen ja, dann nehmt Frimi, weil ich schaff das nicht mehr. Ich schaff das nicht mehr. Nee. Ich fahre dann auch ein bisschen langsamer, ne? Und dann kann der Hintere überholen, nach vorne fahren und eine Geschichte erzählen. Hier ist Überholverbot, ne? Bist du es nicht. Also ich bin jetzt knapp vor der Tankstelle, wo ihr gerade von erzählt habt. Ich sehe dich noch nicht, also du bist noch über 600 weg. Ja, ich fahre jetzt auch langsamer. Und dann kann einer ja mal in Ruhe überholen. Ist alles ganz schön schwierig auf der Landstraße. Ja, natürlich. Da haben die Zuschauer was zu sehen, wenn er Kamera bei hat. So, jetzt bin ich so ein Raser und überhole den. Ja, ist kein Gegenverkehr zu sehen, kann ich von vorne sagen. Jetzt. Alles frei. Du bist bei mir immer noch nicht im Blick. Bei mir auch nicht. Wie schnell fährst du, Wally? Ich versuche mit 50 zu fahren. Ja, wir fahren 47, zumindest fahre ich gerade so. Ich fahre 92. Das kann ja ewig dauern. Ja. So, in München hat er uns endlich mal überholt. Ja. Waren ja nur ungefähr gefühlte 600 Kilometer. Ah, man sieht ihn auf dem Radar näher kommen. Ich? Ja. So, du bist noch 300 Meter weg. Ja, ich fahre ja auch gerade nur mit einer 47. Ja, da ich habe Anschluss wieder. Ja, dann setz dich mal nach vorne. Es ist alles frei, ich sehe keinen Gegenverkehr. Sobald Gegenverkehr kommt, mache ich Warnung. Ja. Obwohl, jetzt kommt gleich ein bisschen Kurve. Da sieht man leider nichts. Da wird einer kommen, befürchte ich. Ist ja meistens so. Der hier vorbeiballert an uns. Ja. Aber Überholverbot, aber da kann man ja mal. Ja, da kommt einer angesaust. Jawohl. Ja, das war ich. Super. Ja, dann hast du jetzt das Wort, dann erzähl mal eine Geschichte. Kannst ja zum Beispiel erzählen, was du so für Erfahrungen gemacht hast im Eurotruck-Simulator. Ja. Ja, genau. Was habe ich? Also, ich spiele noch nicht so lange. ETS 2. Also, 2 Wochen. Ja, das ist kurz. Ja, deswegen kann ich da auch nicht so viel erzählen. Wie bist du denn dazu gekommen? Über ein Let's Play oder ja, Laden ja. Das Spiel gesehen? Ja, eigentlich durch ein Let's Play. Von ja. Wem? Von weißt dem lieben Frenkel. Ach, der wieder. Ja, okay. Ja, das fixt einen an, ne? Wenn man da ein paar von geguckt hat, denkt man, boah, das mich auch. Ja. Mhm. Nur mal ein kleiner Zwischenwurf. Können wir mal bitte auf die 70 hochgehen? Oder auf die 60 zumindest? Weil, Ja. Ja, immer ein bisschen schneller. Die hängt dann auf der Stoßstange, kann das sein? Ja, mich nötigt einer Buddy da ein bisschen näher aufzufahren und das ist gerade. Wir müssen ja nicht unnötig blocken. Nein, ich habe jetzt also mein Tempomat auf 60 eingestellt und Zerkul, du musst da unbedingt was machen, damit das auch drin bleiben kann. Ja, ich komme nicht. Nein, ich muss bremsen. Ja, ist kein Thema. Wenn Zerko nicht schafft, dann ist es so. So, jetzt habe ich mein Tempomat auch auf 60. Okay, dann mache ich das auch wieder, sobald es geht.